Man gibt uns hier diese Differentialgleichung, die Ableitung der Funktion y, Funktion von x, gegenüber der Variablen x. Das ist x² geteilt durch x² plus 1. Was wir suchen, das ist diese Funktion y von x. Wenn die Ableitung von y gegenüber der Variablen x dieser Bruch ist, dann muss die Funktion y die Stammfunktion von diesem Bruch dx einer additiven Konstante nah sein. Jetzt rechnen wir noch diese Stammfunktion. Wir wenden einen kleinen Trick an. Im Zähler addieren und subtrahieren wir sofort wieder 1. So erhalten wir diese Stammfunktion, die zu berechnen ist. Aber dieser Bruch macht 1. Und die Stammfunktion von 1 dx, das ist x. Und dieser Bruch, das ist genau die Ableitung vom Arcus Tangens. Also Stammfunktion von diesem Bruch dx, das ist Arcus Tangens von x. Und somit haben wir die Funktion y von x gefunden. Das ist also die Funktion, die diese Differentialgleichung erfüllt.